Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir es tatsächlich endlich mal geschafft, ein Haus zu bauen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das Haus gebaut haben, dann auf jeden Fall, wie gesagt, letzte Folge anschauen. Aber in dieser Folge haben wir ja das Haus schon, das bedeutet, wir müssen irgendwas anderes machen. Und ich glaube, das Erste, was wir machen, ist gleich erstmal schlafen gehen. Es sieht so aus, als würde die Sonne untergehen. Ja, tut sie. Okay, gut, dann können wir gleich schon mal schlafen. Aber was wir heute in der Folge machen werden, ist es, etwas im Dorf zu bauen. Und zwar werden wir dahin einen Villager-Breeder bauen. Das ist quasi eine Möglichkeit, wie man unendlich viele Villager bekommt. Denn auch die Villager können sich vermehren. Und in so einem Villager-Breeder ist es halt so, dass man eben Villager vermehrt, so mehr oder weniger. Und bei Dörfern ist es halt so, dass ja natürlich Zombies und auch Pillager, also die Bösen, die halt einen Überfall machen auf die Dörfer, die können halt die Dorfbewohner töten. Und das ist natürlich blöd. Und vor allem, ja, ist das, ich bin ja relativ in der Nähe und deswegen kann es ja natürlich immer mal sein, dass im Dorf tatsächlich Zombies spawnen und die Villager töten. Aber das will ich ja gar nicht, weil mit Villagern kann man handeln. Und handeln ist ziemlich nice, denn da kriegt man coole Sachen und ja, die kann man sonst anders nicht kriegen oder nur sehr schwierig und dann kriegt man sie bei Villagern halt relativ einfach. Und deswegen wollen wir eigentlich dafür sorgen, dass wir die Villager behalten, möglichst. Und deswegen baue ich so einen Villager-Breeder, damit die halt erstmal in Sicherheit natürlich sind und damit wir halt im Endeffekt unendlich Villager züchten können, wenn man das so sagen kann. Und das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge machen. Und was ich noch gemacht habe, AFK, oder nicht AFK, aber halt nicht in der Aufnahme, ist, ich habe hier ein bisschen die Kisten sortiert, einfach damit wir mal hier ein bisschen Ordnung im System haben. Und ich habe hier unten auch die Fässer vergessen, die hatten wir auch noch gebaut. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was einsortiert. Und daraus würde ich sagen, bedienen wir uns dann auch direkt mal, denn wir brauchen Holz, wir brauchen Wassereimer auf jeden Fall, wir brauchen Werkzeuge. Okay, meine Werkzeuge sind jetzt fast kaputt, dann nehme ich nochmal neue mit. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Glas, zack, wir brauchen noch Lampen, also Fackeln, die müssten wir hier auch irgendwo haben. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Betten, das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Betten, nehme ich das hier nochmal mit. Und dann brauchen wir Komposterblöcke, die muss ich noch selber craften. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich alle... Nee, Falltüren, stimmt. Falltüren brauche ich auch noch. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles. Wir brauchen natürlich auch noch eine Hoe. Und natürlich auch Kartoffeln. So, aber dann habe ich, glaube ich, wirklich alles. Wenn ich mich nicht täusche. Ich kann hier das nochmal schnell mitnehmen. So, und ansonsten laufen wir halt nochmal her. So, als Erstes müssen wir erstmal Komposter machen. Und zwar brauchen wir insgesamt... Ich muss kurz überlegen. Ich glaube 4 Stück. Ich habe schon mal ein Villager-Breeder-Tutorial gemacht. Da erkläre ich halt vor allem, oder erkläre ich halt nur, wie man den baut im Creative-Modus. Und den versuche ich jetzt nachzubauen, aber es ist schon ein bisschen her, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, das müsste reichen und wir brauchen noch mehr Betten. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 8 Betten oder sowas. Ich glaube 8 Betten, also 1 haben wir schon, das bedeutet, wir brauchen hier nochmal 7. So, zack, habe ich überhaupt so viel Wolle? Nee, perfekt, okay. Ich glaube, das müsste sonst auch erstmal reichen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mehr Wolle habe. Habe ich, und hier ist sogar auch noch ein Bett. Dann machen wir noch ein paar mehr Betten. Und dann werden wir das auf jeden Fall bauen, weil das ist wie gesagt ziemlich nice. Dann können nämlich die Villager, die da drinnen sind, sind nämlich ziemlich sicher. Das bedeutet, die sind halt geschützt vor Zombies und vor Villager-Angriffen und so weiter. Und ich will euch ja sowieso mal zeigen, wie das ist, wenn man von diesen, von Pillagern, was habe ich gesagt, Villager? Pillager-Angriffe auf jeden Fall. Vor denen sind sie geschützt. Und das will ich euch auch auf jeden Fall nochmal zeigen, wenn so ein Dorf überfallen wird und geraidet wird. Das ist nämlich auch immer ganz cool. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist erstmal uns überlegen, wo wir den hinbauen. Und ich habe überlegt, dass wir das vielleicht so ins Dorfzentrum bauen. Und das Dorfzentrum ist immer da, wo der Brunnen ist, also sprich da vorne wahrscheinlich. Ja, hier dann irgendwo. Aber hier ist irgendwie nicht so ein geiler Spot irgendwie, weil der wird ein bisschen groß, der Villager Breeder, und es wird ein bisschen komisch aussehen. Und das wird natürlich, erstmal wird es ein bisschen komisch aussehen, der Villager Breeder an sich. Aber ich werde ihn dann später ein bisschen hübscher bauen. Aber jetzt halt erstmal, dass auf jeden Fall die Villager geschützt sind. Hier könnte man das eigentlich ganz gut machen, hier so, das ist ja auch relativ zentral. Okay, was auch immer das da sein soll. Okay, Villager sind tatsächlich relativ schlaue Viecher in Minecraft oder für Minecraft-Verhältnisse. Aber die sind tatsächlich gefangen, wenn sie in solche Futter-Dinger hier reinlaufen, die eigentlich für Tiere sein sollen oder sowas. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir den am besten hier, weil hier haben wir schon direkt 4 Villager. Und 4 Villager ist tatsächlich auch, glaube ich, die Menge, die man haben sollte. Also, jetzt habe ich den gehauen. Oh, das wollte ich nicht. Naja, okay, hoffentlich mögen die dann mich trotzdem noch. Also theoretisch braucht man 2 Villager, aber 4 ist auch okay. Und jetzt sind die hier alle ganz versteinert, weil ich denen Angst gemacht habe, glaube ich. Und ich würde sagen, wir bauen das dann tatsächlich mal hier hin, wo die jetzt sind. Wir können ja hier so die eine Ecke machen. Und dafür brauche ich eigentlich noch ein bisschen mehr Bausteine. Ich hole mir nochmal ein bisschen Cobblestone. Oder hier ist ja auch voll das. Hier ist auch eine Höhle, das ist auch ziemlich cool. Da kann man auf jeden Fall noch was draus machen. Ich habe auch vor, so ein Video zu machen, wie man so ein Dorf verschönern kann. Weil wir haben hier echt ein richtig gutes Dorf, also es ist schon ziemlich groß. Und da kann man auf jeden Fall einiges machen. Und jetzt auch, wo ich die Höhle gesehen habe, da kann man halt perfekt eine Mine reinbauen.
Und ja, dann werden wir auf jeden Fall gleich den Villager Breeder bauen, wenn ich genug Cobblestone habe. Ich glaube nicht, ich habe gar nicht so viel, aber so viel brauchen wir auch eigentlich nicht. Sonst müssen wir halt nochmal in die Mine gehen, haha. Können wir auch machen. So, zack, dann nehmen wir mal alles mit. Dann fangen wir jetzt schon mal damit an, den zu bauen. Übrigens hat der erste Hund schon einen Namen, und zwar wird der erste Hund Steve genannt. Ich muss nochmal Namensschilder finden. Und ja, der Name kam aus den Kommentaren, also wenn ihr noch Namen für die anderen Hunde habt, gerne in die Kommentare, wie gesagt. Und Hund Nummer 1 ist jetzt Steve. Und ja, sobald ich halt genug Namensschilder habe, werde ich die auch benennen, aber wir wissen ja schon, wie er heißt, also müssen wir uns ja erstmal nur merken. So, der Villager ist ja direkt wieder angekommen hier, was ist das denn? So, also wir bauen hier erstmal eine Mauer drumherum, damit die hier erstmal eingesperrt sind auf jeden Fall. Und dann überlegen wir uns, wie groß wir das Ganze machen. Und zwar, achso, da kann ich jetzt gar nichts hinbauen, okay. Ich musste echt selber mal überlegen, also es waren... In der Ecke war was und dann waren 4 Blöcke, glaube ich, weiter. Also das bedeutet, wir stellen hier einen Block hin. Dann kommt hier ein Bett hin und dann hier und dann kommt hier, glaube ich, das Wasser. So, 1, 2, da. Nee, das Wasser kam hier genau in die Mitte und dann von da aus 4 Blöcke in jede Richtung. Ja, ich weiß es wieder. So, zack, zack, zack. Habe ich noch Platz im Inventar? Habe ich nicht. Okay, dann stelle ich hier erstmal irgendwo ein Bett hin. Dann können wir nämlich hier den Dirt auch einsammeln. So, also so groß werden wir das jetzt erstmal bauen. Und hier in die Mitte kommt dann, wie gesagt, Wasser. Da platziere ich dafür dann hier nochmal Blöcke. Und hier kommt dann ein Wassereimer rein. Und da oben drauf stellen wir dann einfach eine Trapdoor. So. Was wir dann auch noch machen, ist tatsächlich hier auch noch Trapdoors hinzustellen. Weil die Villager denken nämlich, sie können über Trapdoors rüberlaufen. Und das kann man ja theoretisch auch. Oder auch Villager können das. Obwohl die ja nicht so die Besten sind mit Trapdoors. Aber tatsächlich, wenn man sie jetzt aufklappt, denken sie, sie können da immer noch rüberlaufen. Das bedeutet, sie fallen da rein. Und dann haben wir sie halt. Beziehungsweise wollen wir natürlich nicht die großen Villager fangen, sondern die kleinen Villager. Und dementsprechend machen wir dann noch Glas drüber, weil jetzt können nämlich große Villager dann nicht rein, weil ja halt Glas im Weg ist. Aber die kleinen Villager sind hier nur ein Block groß und die würden da jetzt reinfallen. Und das ist so der Trick der Sache quasi, weil sonst würden ja hier drinnen die ganzen Villager sein und das ist ja auch doof. Sondern wir wollen ja die kleinen irgendwo anders hinbringen am besten. Und so machen wir das dann. So, dann müssen wir hier nochmal das hier wegbauen und jetzt machen wir halt einmal eine Mauer drumherum, damit die Villager halt nicht ausbrechen können. Dann können wir sie da drin auch freilassen, eigentlich. So, denn ich muss eigentlich auch die Bäume hier wegmachen. Aber meine Axt ist nicht mehr so lange haltbar. Ich glaube, das reicht nicht mal für den Baum hier. Ja, okay, nice. Dann nehmen wir noch die andere Axt. Ich habe so viele Steinwerkzeuge. Eigentlich, in einer der nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall nochmal minen gehen, weil wir haben jetzt eine richtig gute Spitzhacke und das sind ja auch noch Diamanten, die auf uns warten. Vielleicht machen wir das sogar in dieser Folge hier, weil theoretisch wird der Villager Breeder nicht so lange dauern. So, jetzt muss ich den da oben noch kriegen. Das ist auch übrigens ein Trick. Wenn ihr nicht an den obersten Block rankommt, so wie hier zum Beispiel, aber durch Hüpfen drankommen würdet, dann könnt ihr einfach die linke Maustaste gedrückt lassen und die ganze Zeit hüpfen. Und dann wird es immer ein bisschen mehr, wie ihr seht, und dann werdet ihr den im Endeffekt auch noch abbauen. Weil ich find's... Okay, da kommt jetzt noch einer. Okay, da kommen wir aber nicht so dran. Weil man kennt das ja, dass halt wirklich nur noch ein Block fehlt und dann könnte man den Baum abbauen. Aber es geht nicht, weil man halt zu niedrig unten ist. Aber mit dieser Variante geht's eben doch. Und dann müsst ihr euch nicht extra hochbauen. So, ich mach mal hier nochmal ein bisschen die Blätter so weg. Dann können wir hier nämlich nochmal weiterbauen eben. Zack, 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 bis hier vorne. Und dann würde ich sagen, mache ich hier drinnen einfach Blöcke weg. Und dann wird auf dieser Ebene hier ungefähr der Villager wieder sein. So, dann müssen wir das hier noch wegbauen. Dann haben wir hier relativ zentral einen und wie gesagt, den werde ich dann später ein bisschen hübscher bauen. Damit der hier nicht so aussieht, wie er aussieht, ne? So, was wir jetzt machen ist, wir stellen in jede Ecke einen Komposterblock. Weil diese Komposterblöcke, die sorgen dafür, dass die Villager denken, dass sie Farmer sind. Und dadurch, dass sie denken, dass sie Farmer sind... werden sie hier nämlich die Items farmen, also wir werden hier nämlich Karotten oder Kartoffeln anbauen. In diesem Fall jetzt werden wir Kartoffeln anbauen, weil wir die haben und Karotten leider nicht. Und dann werden sie nämlich sich gegenseitig immer Karotten und Kartoffeln zuschmeißen und dadurch paaren die sich dann im Endeffekt, weil es ihnen halt gut geht quasi. So, platziere ich da nochmal was hin, hier kommt dann noch der Komposter hin, der letzte. Und was wir dann noch machen müssen, ist Betten platzieren und zwar jeweils hier an den Komposter ran quasi. Das sorgt nämlich nochmal dafür, dass die, Villager halt nochmal denken, dass es ihnen besser geht, weil sie halt schlafen können. Und das ist dann quasi so ein richtiges Dorf hier drin, so ein Miniaturdorf, wenn man so möchte. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich ein bisschen zu klein gebaut hier. Ich glaube, eigentlich müsste es noch größer sein, aber ist, glaube ich, auch egal. Solange es funktioniert, ich hoffe, das funktioniert. Und dann können wir es ja später immer noch größer bauen oder sowas. So, was wir denn machen, ist hier noch ein Bett hin. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich an den Ecken ja alles noch ein bisschen höher bauen muss, weil da ist ja jetzt ein Komposter. Das bedeutet, die können da ja theoretisch, raufspringen und dann werden sie noch einen Block höher und dann können sie raus, aber das wollen wir nicht. So, sondern wir wollen, dass sie drinnen bleiben für immer und ewig und hier fleißig Arbeit da kriegen oder so.
Nee, Spaß, aber sie sollen hier schon drinnen bleiben und halt auch sicher sein vor Zombies und so weiter. Was wir dann noch machen können, ist auf den Composter-Block drauf nochmal Blöcke platzieren, damit da halt niemand reinfällt. Weil die sind ja auch tatsächlich, also theoretisch könnte man nämlich hier reinfallen und dann werden die genauso feststecken wie halt hier jetzt gerade. Das ist natürlich auch doof. Und ich würde sagen, ich befreie die ganzen jetzt mal hier. Ihr dürft da gerne rauslaufen. Aber sie bleiben einfach an Ort und Stelle stehen, auch nicht schlecht. So. Oh, jetzt habe ich schon wieder eingehauen. Das ist ja nicht gut eigentlich, aber die laufen auch immer den Weg, da wo ich gerade abbauen möchte. Deswegen ist eigentlich deren Schuld. So, können die hier raus? Ne, können sie nicht. Perfekt. Dann können wir hier nämlich schon mal ein bisschen was anbauen. Machen wir hier erstmal überall Ackerboden hin. Zack. Und dann würde ich sagen, schlafen wir hier nochmal schnell. Nicht, dass hier jetzt Zombies kommen und hier direkt einbrechen. Das wäre natürlich doof. So. Können wir schon schlafen? Ne, können wir noch nicht. Dann können wir hier noch ein bisschen schnell noch ein Bett hinstellen. Zack. Dann mache ich die Blöcke hier auch nochmal weg. Weil wir wollen hier ja Dirt haben und nicht hier, was auch immer das ist, ne, Holz. Sondern wir wollen hier was anbauen. So, kann ich da nochmal? Jawohl. Theoretisch kann man hier überall den Boden so zum Ackerboden machen. Allerdings ist es oft so, dass die Villager halt vom Bett aus runterhüpfen und dann geht halt Ackerboden kaputt. Und das ist ja eigentlich blöd, aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch gebaut tatsächlich, aber kann man sich halt, ja, oder kann man ja nicht ändern, so mehr oder weniger. Und die dürfen einfach schlafen, bevor ich schlafen darf. Das ist auch gemein eigentlich. So, was wir jetzt machen, ist, wir platzieren hier schon mal ein paar Kartoffeln, weil die werden sie später dann selber abfarmen. Und dann können sie sich damit halt vermehren, weil sie merken, es geht ihnen halt gut. Hier sind Kartoffeln und Betten und Arbeit und so weiter. Und das ist so das, was sie brauchen, um sich zu vermehren, ja. Also guten Schlaf, was zu essen und Arbeit. Und dann sind sie schon zufrieden. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt schlafen könnte, wäre ich auch zufrieden, super. So, und theoretisch ist der Villager Breeder eigentlich schon fertig. Müsste zumindest. Und der Villager hier hat irgendwie noch keinen Job, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt blockiert. Also ob der Glasblock das blockiert, dass sie halt den Kompost dann nehmen können. Eigentlich ja nicht, weil die anderen beiden haben ja schon eine Ausbildung quasi. Die haben ja schon einen Beruf. Aber irgendwie der eine schafft das nicht. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. So, und jetzt ist die Frage, wie wir hier rauskommen. Sagen wir, machen einfach mal eine Leiter hier in die eine Ecke. So, zack. Dann wollte ich noch mehr Holz. Dann machen wir hier eine Leiter hin. Und oh, was ich noch vergessen habe, sind natürlich Lampen. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand drin spawnt oder sowas, der die Villager töten kann. Deswegen bauen wir hier Lampen hin, damit hier nichts spawnen kann. So. Und dann können wir hier schon wieder raus eigentlich. Was wir natürlich auch noch machen müssten, ist jetzt halt, da wo die Löcher sind, also bedeutet hier zum Beispiel, da machen wir jetzt einfach einen Wasserfluss hin. Da brauche ich dafür noch ein Wasser vielleicht. Ist hier irgendwo, ach ja, einen Brunnen haben wir ja hier. Kann ich mich ja mal bedienen eben. So, zack. Denn wir wollen ja, dass die Villager, also die kleinen Villager, die halt in diese Löcher fallen, dass sie auch an einen bestimmten Ort kommen. Und diesen bestimmten Ort müssen wir uns halt aussuchen. Und ich würde sagen, wir machen den einfach hier vorne. Und dementsprechend buddeln wir jetzt hier erstmal Löcher. So. Und ich würde sagen, ich mache das noch einen tiefer. Denn hier unter ist ja irgendwo Wasser. Hier ist das Wasser, genau. Da stelle ich dann nochmal eine Falltür hin. So, weil jetzt haben wir da oben das Wasser. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal ein paar Blöcke in diese Richtung bis zur Wand gehen. Das gleiche jetzt auf jeder Seite nochmal. Zack, hier auch nochmal bis zur Wand. So, und hier dann auch nochmal bis zur Wand. Und jetzt wollen wir es eben so machen, dass die Villager alle in eine Richtung gespült werden. Das bedeutet, wir schnappen uns Wasser, platzieren hier Wasser und hier Wasser. Und dann brauche ich nochmal Wasser. So, mal kurz hier eine kleine provisorische Treppe bauen, die machen wir aber gleich weg. Und dann muss ich auch noch ein Dach darüber machen, damit da nichts reinhüpfen kann, das kann da auch immer mal sein. So. Und dann können wir nämlich den letzten Wassereimer platzieren. Und zwar hier hin. Ne, gar nicht, war hier hin. Und das sorgt jetzt dafür, dass die Villager halt, wenn sie zum Beispiel hier reinfallen, also sagen wir mal, hier ist ein Baby-Villager und der hüpft jetzt hier rein, tralala, der wird dann nämlich vom Wasser in diese Richtung hier getrieben und kommt dann im Endeffekt nach hier. Und hier machen wir dann einfach einen Weg nach oben oder so, wo die halt raus kann. Oder eine Tür oder sowas. Ja, und dann sind sie halt frei. Wir können das Ganze auch nochmal... Oh, hoppala. Mal Spitzhacke kaputt gegangen. Wir können das auch noch länger machen, indem wir einfach da einen Block wegmachen. Dann machen wir das einfach bis hier vorne oder sowas. Und hier machen wir dann am Ende, wenn das Wasser nicht mehr fließt, also hier an diesem Block, können wir jetzt einfach eine Treppe nach oben machen. Und dann können die Villager halt hier rausgehen, wenn sie soweit sind. Oder halt die Baby-Villager, die halt... gezüchtet werden in dem Villager wieder. So. Und da können sie halt hier frei im Dorf rumlaufen, wie sie halt möchten. Das können wir natürlich später auch noch ein bisschen cooler bauen.
Ich habe zum Beispiel überlegt, es gibt ja so Häuser, die so ein bisschen aussehen wie ein Keller. Weiß nicht, haben wir hier irgendwo eins? Ich glaube ja, hier vorne das hier. Das sieht ja so aus, als wäre das hier irgendwie so ein Keller. Man könnte ja theoretisch hier dann einfach eine Treppe nach unten bauen. Und dann kommen die Villager quasi in diesem Haus hier an, also die Baby-Villager, und können dann von hier aus halt rumlaufen, wie sie möchten. Oh, und das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und ich würde sagen, wir bauen hier oben mal ein bisschen Glas hin, damit wir auch reingucken können, ob sich da hier irgendwas vermehrt oder auch nicht. Weil wir müssen ja wissen, ob das Ganze hier funktioniert. So, jetzt bin ich runtergefallen, auch nicht schlecht. Dann machen wir hier einfach nämlich eine Tür hin, oder eine Trapdoor vielmehr, dass wir hier halt, dann im Endeffekt reingehen können, wenn wir halt noch irgendwas machen müssen. Aber eigentlich müsste der schon funktionieren, der Villager Breeder. Ja, wir gucken einfach mal, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Dann bauen wir hier den Rest nochmal zu mit Cobblestone. Das sorgt nämlich im Endeffekt dafür, dass halt, wie gesagt, nichts von oben reinspringen kann, weil jetzt könnte ja noch, keine Ahnung, ein Zombie oder sowas hier oben spawnen, also hier auf der Mauer zum Beispiel, und dann einfach reinhüpfen und die töten. Oder über meine Leitern oder über meine Treppen vielmehr halt auch da reinhüpfen oder sowas. Das wäre natürlich scheiße. Weil die sollen ja hier möglichst sicher sein. So. Und dann haben wir den Villager-Bilder eigentlich schon fertig. Jetzt, oh, ihr seht schon, dass da manche Blöcke halt, wie gesagt, einfach dann zertrampelt werden und da nichts mehr angebaut werden kann. Aber das ist halt einfach so. Und ich würde sagen, wir bauen hier erstmal tatsächlich noch einen Block hin. Und dann können wir nämlich jetzt einfach mal ein bisschen hier weiterbauen. Und dann schauen wir, ob sich da tatsächlich ein Villager hinfallt, also ein Baby-Villager. Weil dann wissen wir, dass die ganze Farm funktioniert. Weil so theoretisch kann ja hier überall noch einer rumlaufen, aber wir wissen ja nicht ganz sicher, dass das aus dem Villager wiederkommt. Sondern der könnte ja auch quasi normal geboren sein, sag ich mal. Ja, und jetzt würde ich sagen, ist das alles soweit fertig? Habe ich, ach ja, die Dinger müssen auch noch runtergeklappt werden. Aber ansonsten können wir jetzt einfach noch abwarten. Und dementsprechend haben wir noch ein bisschen Zeit in der Folge. Und deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns auf jeden Fall nochmal die Spitzhacke und holen die Diamanten aus der Höhle, die da ja immer noch rumliegen. Und jetzt ist nur die Frage, ob ich die wiederfinde. Also ich weiß, ich hatte den Weg irgendwie markiert, aber ob wir da wieder hinfinden, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und ich habe tatsächlich noch eine coole Idee, und zwar hatten wir in der letzten Folge ja überlegt, diesen Fluss hier weiter hier entlang gehen zu lassen und dass wir dann hier unten irgendwie so einen Steg machen, wo man dann ins Lager kommt und da gibt es dann halt die Leiter nach oben in unser Haus. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist, dass auch die Villager ihren kleinen Hafen bekommen oder sowas. Und dass man dann von hier vielleicht eine Hängebrücke rüberbaut bis dahin. Und dass hier dann halt, wie gesagt, einfach so ein kleiner Hafen für die Villager ist, wo dann ein Kran steht, wo man irgendwie Sachen mit entladen kann von Schiffen oder sowas. Ich glaube, das wäre auch eine ganz coole Idee. Und ich würde sagen, insgesamt, wie gesagt, bauen wir das Villager-Dorf noch ein bisschen aus. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich ziemlich entspannt finde, tatsächlich gerade in Minecraft. Also das mache ich immer ganz gerne. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall noch. Bauen da halt die Häuser so ein bisschen hübscher und das Ganze drum und dran und so weiter. So, und jetzt wollen wir aber looten gehen in die Höhle und dafür brauchen wir erstmal natürlich unser geiles Zeug hier, was wir alles haben. Brauchen wir noch was? Wir brauchen Fackeln auf jeden Fall. Die habe ich jetzt gerade hier wieder reingepackt, glaube ich. Essen haben wir genug. Ich würde sagen, wir haben alles, ne? Dann können wir jetzt auch schon in die Höhle laufen. Müssen wir aber allerdings wieder hier unten hin. Und das hier muss natürlich auch irgendwann nochmal alles weg. Und ich habe auch überlegt, dass man dann von oben, von dem Hügel vielleicht, so einen kleinen Pfad nach unten machen könnte, so eine kleine Treppe oder sowas, die dann halt hier hingeht und dann machen wir hier so eine altertümliche Höhle vielleicht hin, so irgendwas aus vergangener Zeit oder so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, wo man dann halt dieses Höllenportal hat. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Idee und insgesamt finde ich tatsächlich, dass wir hier einen richtig guten Standort gefunden haben, wo man tatsächlich einiges machen kann. Also gerade, dass wir das Village auch gefunden haben, ist super cool, dieser Hügel ist auch ganz nett. Da kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Wie gesagt, der Seed ist, glaube ich, auch in jeder Beschreibung. Ich glaube, ich verlinke den da immer. Aber zur Not gibt es auch den Download dann ja am Ende von der Staffel hier. Und jetzt müssen wir nur erstmal die Diamanten finden. Das wäre natürlich ein Highlight. Ich glaube, wir mussten diesen Gang hier entlang. Und das ist nochmal ein Tipp, wenn ihr in solchen Gängen läuft, oder in solchen Gängen laufen tut, also wenn ihr hier meinen wollt, dann könnt ihr dabei immer die Leertaste spammen, dann seid ihr nämlich schneller. Weil man dann eben nach oben springt und dann, ja, weil weiß nicht warum, aber es ist halt einfach schneller. Ist natürlich ein bisschen anstrengend. Aber auf jeden Fall war hier irgendwo der Weg zu den Diamanten. Waren die schon hier? Waren die schon hier? Die waren schon hier, ey. Das war ja einfach. Wow, okay. So, aus dem ersten haben wir 4 rausbekommen. Schaut euch an, wie OP so eine Spitzhacke ist mit Glück 3. Das ist einfach krank. So, jetzt haben wir nochmal 3 bekommen. Hier haben wir noch 1 bekommen. Hier haben wir 2 bekommen und hier ist noch einer tatsächlich und da haben wir nochmal 3 bekommen. Also wir haben jetzt hier insgesamt aus 5 Diamanten 11 gemacht. Das ist, deswegen habe ich halt darauf gewartet, direkt so eine Spitzhacke zu machen, weil das halt zu gut ist. Also das muss man einfach machen. Das ist krank einfach.
So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Diamanten und dann haben wir schon eine volle Diamantrüstung einfach mal. Oh, warte, Kohle können wir auch so abbauen. Bei Kohle gibt es nämlich auch mehr. So, deswegen habe ich nämlich auch noch nicht so viel Kohle abgebaut, weil wie gesagt, mit der Spitzhacke kriegt man halt... Guck mal, wie viel Kohle haben wir jetzt abgebaut? 5 Blöcke oder so und wir haben 14 bekommen. Das ist halt einfach nur absolut krank. Und hier werden wir auf jeden Fall definitiv einen Spinnenspawner, so eine Farm hinbauen, so eine XP-Farm. Weil hier zwei übereinander sind, das wird auf jeden Fall kommen. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, schon seit Jahren kein Höhlenspinnen-Spawner mehr zu einer XP-Farm gebaut tatsächlich. Ich mache das immer nur mit normalen Spawnern, weil ich die... Oh, hier sind auch Diamanten. Wieso bin ich denn hier nicht reingelaufen das letzte Mal? Oh mein Gott, nice, okay. Was habe ich gerade gesagt? Also ich finde die halt super ätzend, die Spinnen. Und deswegen habe ich voll lange damit nichts mehr gebaut gehabt. Aber jetzt, ich meine, das ist so eine gute Vorlage hier mit den beiden Spinnspawnern hier direkt übereinander. Das muss ja wohl ausgenutzt werden. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir das auch. Ich wollte das Ganze hier nochmal ein bisschen ausklären hier, damit wir... Oh, shit, das war zu viel, okay. Ja, gut, jetzt bin ich hier vergiftet. Das ist halt super nervig, vergiftet zu sein, ne? Ich finde, das ist somit das Schlimmste in Minecraft, wenn man vergiftet ist oder halt brennt und diese ganzen ekligen Effekte hat irgendwie. Finde ich nicht so toll. Deswegen mag ich es auch nicht eigentlich, wie gesagt, mit den Höhlenspinnen irgendwas zu bauen. Aber es ist zu gut hier. Außer wir finden natürlich noch einen normalen Spawner. Dann würde ich, glaube ich, eher den machen. Aber hier könnte man, wie gesagt, richtig gut zwei Stück nebeneinander. Das wäre schon geil. Oder übereinander vielmehr. So, mache ich das hier nochmal weg. Und dann holen wir uns hier die Diamanten, die einfach hinter dem Spinnenspawner sind. Also besser versteckt geht ja gar nicht. So, ja, die sind echt fast genau... Das ist krass, okay. Naja, also bei Redstone lohnt sich das Ganze nicht so wirklich, weil man eh viel Redstone bekommt. Und jetzt, warte, wir haben 11 Diamanten. So, und jetzt bauen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... Da unten ist nicht Lava, oder? Oh mein Gott! Nein! Okay, fuck. Das ist ja jetzt... Oh, Jungs, Alter. Ja, und ich mache hier Videos, wie man besser in Minecraft wird oder was und mache dann sowas. Also ganz traurig. Oh mein Gott, ich habe jetzt... Ach, keine Ahnung. Wir haben ja immer noch Diamanten, ne? Mal positiv denken. Hey, das ist ja ätzend. Naja. Wir haben 7 Diamanten, das ist immer noch mehr, als wir wahrscheinlich... Na, gut, reden wir nicht drüber. Das schneide ich einfach raus und dann meinen wir hier mal weiter einfach irgendwie und holen uns das Eisen und das... Ah, das kann nicht sein, das ist ganz traurig. Das ist wirklich ganz traurig. Ach, egal, wir haben jetzt 18. Ist auch nice. Und ich glaube, mit 24 kann man sich eine komplette Rüstung machen. Was braucht man noch? Wir brauchen noch Schaufel, haben wir eine Axt, bräuchten wir noch. Das bedeutet 25 Diamanten. Da können wir noch eine Jukebox machen. Das ist eine Musikbox, ein Plattenspieler. Da brauchen wir auch noch einen für. Also 27. Und was kann man noch mit Diamanten machen? Kann man noch was mit Diamanten machen? Stimmt, aber ich komme gerade nicht drauf. Also so um die 30 Diamanten werden, denke ich, erstmal ausreichend auf jeden Fall für alles, was wir erstmal vorhaben. 18 haben wir schon und einen haben wir noch oben, das bedeutet 19. Da sind wir schon richtig gut mit aufgestellt. Wir haben auch wieder 30 Level, das bedeutet, eigentlich können wir gleich schon mal ein bisschen was verzaubern tatsächlich. Wobei ich glaube, wir verzaubern einfach später eine ganze Diamantrüstung auf einmal. Weil es gibt auch bei Diamantrüstung zum Beispiel oder bei Rüstung an sich gibt es halt so eine Optimalverzauberung. Und da könnte man halt einfach ein Video zu machen, wie ich euch dann in dem Video vor allem erkläre, wie man halt diese beste Verzauberung bekommt. Oder diese beste Kombination von Verzauberung. Ja, einfach, weil das halt relativ umfangreich ist, denke ich. Und dann kann man das Ganze in einem Video machen. Aber dafür braucht man natürlich erstmal Diamanten und die müssen wir finden. Und hoffen, dass wir ja sie nicht irgendwie in Lava fallen. Alter, es ist... Ey, es ist einfach ganz schlimm. Naja. So, ich farm dann jetzt mal hier ein bisschen. Mal gucken, was so abgeht. Oh mein Gott. Das ist einfach Diamanten. Nice. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Das ist einfach... Das... Ach, keine Ahnung. Ich bin immer noch traurig, weil die anderen in Lava fallen. Ich sage einfach nichts. Ich versuche einfach, die jetzt hier zu kriegen, ohne dass sie in Lava fallen. Das klingt doch gut, oder? So. Zack. Guck mal, wie viele das sind. Na, immerhin 2. Oder gibt es hier noch mehr zu holen? Nee, okay, schade. Aber Kohle ist auch gut. So, zack. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ich erkunde jetzt mal ein bisschen hier die Schlucht, denke ich. Und wenn es was gibt, dann melde ich mich. Mehr coole Sachen gab es leider nicht in der Höhle.
aber ich würde jetzt gerne zum Ende der Folge nochmal gucken, ob der Villager wieder schon irgendwie funktioniert hat. Und ich würde auch sagen, ihr schreibt, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, mal Hashtag Villager in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer so weit schaut, wie gesagt. Und jetzt gucken wir mal, ob hier schon irgendwas zu sehen ist. Ich glaube, ich weiß wieso noch nicht. Oder ich gucke erstmal, vielleicht ist er doch schon, aber ich glaube, ich weiß, wo uns liegen könnte, ja. Ist tatsächlich noch nichts da. Weil Villager können nur dann, soweit ich weiß, Kinder kriegen, wenn das Inventar voll ist. Oder auf jeden Fall brauchen sie erstmal halt viele Karotten und Kartoffeln, die sie abbauen. Oder in diesem Fall halt viele Kartoffeln, damit sie überhaupt halt denken, dass es ihnen gut geht und sie halt dementsprechend Kinder bekommen können. Und das bedeutet wiederum, dass hier natürlich das ganze Zeug erstmal wachsen muss, damit sie sich halt Kartoffeln zuschmeißen können. Und damit sie dann halt, keine Ahnung, dass sie dann in Paarungsbereitschaft kommen oder so durch die Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln stimulieren sie oder so, keine Ahnung. Nee, aber deswegen glaube ich, funktioniert das Ganze noch nicht. Aber wie gesagt, dafür müssen wir jetzt einfach nur in der Nähe bleiben erstmal. Und dann müsste das Ganze funktionieren. Und ich würde sagen, wie gesagt, Hashtag Villager. Und ich gucke nochmal, ob es hier noch was zu holen gibt. Aber das sieht alles noch nicht so ausgereift aus. Ein paar Kartoffeln vielleicht noch. Weil, wie gesagt, das Essen geht ja langsam zu Neige hier, das Fleisch. Das bedeutet, wir müssen hier langsam die vegane Ernährung mal ein bisschen vorantreiben. Aber ansonsten, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es hat euch soweit weitergeholfen. Und ihr werdet nicht irgendwie, keine Ahnung, eure Diamanten in Lava fallen lassen oder so. Dann, das ist schmerzhaft. Aber ich würde sagen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, bla bla bla, ihr kennt das. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.